Damit herzlich willkommen zurück zu Mind Magic Clash of Heroes, wo ich nicht auf die Zeit geachtet hatte. Verbrechen zahlt sich nicht aus, aber der Kampf dagegen, ja, das hatten wir vorhin schon. Ich glaube, hier drin war der Typ. Hallo. Wollt ihr ein Kopfgeld kassieren? Ausgezeichnete Arbeit, hier ist eure Belohnung. Da da da. Da da da. Oh, das ist auch noch einer mit dem Kopfgeld. Hallo. Kann ich ein Goldstück für eine das mich borgen, hübsche Dame? Schön, ich hab meine Milch. Wer will jetzt etwas von Georgie oder so? Das wäre dann wohl ich. Kampf beginnen. Ja. Besiege den Feind. Und der hat nur 25 HP, das sollte also machbar sein. Einmal so, einmal so, einmal so. Und schon habe ich den Ritter, glaube ich, da wo ich ihn haben wollte. Warum hat er von ihm denn so wenig Leben? Hat das doch mit dem Level zu tun? Wahrscheinlich. Hier baue ich auch noch mal einen Ritter hin. Tu den Ritter hin. Dann mache ich den dahin. Spieler am Zug. Mache ich den weg. Den weg und den weg. Und den stelle ich dahin. Dann mache ich die Priesterin da fertig. Die momentan auch noch nicht so ganz Widerstand hat. Aber es kann sich ja noch ändern. So zum Beispiel. Ich finde es auch ein bisschen lustig, wie wir hier in einer Bar sind und dann im Hintergrund die Leute reden hören. So Kleinigkeiten. Das hat ja fast schon wehgetan. Und tschüss. Sieg! Da mir abgesehen von Godrics XP nicht wirklich was bringt. Oh doch, die hier müssen noch leveln. Steckbrief erledigt. Verbrechen zahlt sich nicht aus. Hatten wir schon. Dann kann ich mir noch mal ein bisschen mehr Geld holen. Hallo. Wollt ihr ein Kopfgeld kassieren? Ausgezeichnete Arbeit. Immer doch. Immer doch. Und der hat uns irgendwas mitzuteilen. Das Turnier des Imperators-Paar. Jeder weiß doch, dass das
gekartet ist. Der Gewinner wird immer nach der Reinheit der Abstimmung bestimmt. Dieser Donnerkling ist wahrscheinlich der Sohn eines hohen Adeligen oder so. Ja, auf jeden Fall. Du, du da. Prachtbubi. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Redet ihr mit mir, mein Herr? Nun, nun, Jarvis. Trink aus und dann pack dich. Lass den Jungen in Ruhe. Steck deine Rübe in dein Ei, Tom Frolli. Ich halte ein Schwätzchen mit unserem Prachtbubi hier. Du hältst dich vor für was Besonderes mit der blanken Rüstung und dem normalen Kopf. Und dem normalen Kopf. Ich suche keinen Ärger, mein Freund. Aber du hast ihn gefunden. Ärger mit dem verhängnisvollen Jarvis. Bring Wischmopp und Eimer, Rolli. Wenn ich mit dem Prachtbubi fertig bin, gibt's was aufzuwischen. Wen denn dich? Au! Okay. Dann schauen wir mal, was wir gegen den machen können. Der Anfang war schon mal nicht schlecht, ja. So und so. So. Aber von seinem Leben her ist er auch ganz schön gut dabei. So. Natürlich macht er noch einfach, warum auch nicht? Ja. Also noch ist ja alles okay, aber in der nächsten Runde habe ich den hier am Hals. Und der kommt hundertprozentig durch. Was kann ich denn noch so machen? Ich könnte hier eine Mauer bauen. Hier einen Angriff bauen. Und dann ist mein Zug zu Ende. Tschüssi. Aua. Ey, jetzt ist aber mal gut hier, ne? Ne, da wollte man sich nur mal kurz unterhalten, ne? Und dann wird man hier so fertig gemacht, ne? Immer diese Jugend heutzutage. Keine Ahnung von Respekt und Anstand. Wow. Das war sinnvoll. Und ich krieg jede Runde dezent auf die Fresse. Genauso wie man es haben will. Kann ich den blauen irgendwo abladen, wo es sinnvoll wäre?
So, Jarvis, ich glaube, dass der Angriff, den ich nächste Runde abbekommen würde, nicht mehr gültig ist. Muhahaha. Oh, tschüss. Und so lange haben wir dafür gar nicht gebraucht. Und was kriege ich jetzt dafür? Geld. Ja, wir haben es verstanden da draußen. Ist ja gut, Prachtbubi. So verprügelt worden bin ich schon seit der Ewigkeit nicht mehr. Okay, ich habe noch mal was erhalten. Na sicher, immer mutig vorab, Prachtbubi. Genau. Das dritte von links. Bevor ich Gastwirt geworden bin, war ich ein aufstrebender Ritter. Von Zeit zu Zeit lege ich immer noch gerne eine Rüstung an und führe meine Männer in einen Übungskampf. Männer? Welche Männer? Meine Stammkunden, Rollis robuste Racker, das sind wir. Den ganzen Tag in dieser Taverne, da wird mir langweilig. Wisst ihr, wie ich mir die Zeit vertreibe? Trinken? Den ganzen Tag? Ich rühre das Zeug nicht an. Nein, ich überlege mir Kampfrätsel für meine Racker. Ja, gerne. Krüge runter, Schwerter hoch. Zu den Waffen, ihr Racker, heißer. Heißer? Keine Ahnung. Rolli. Vernichte alle gegnerischen Einheiten in einem Zug. Okidoki. In einem Zug alle Einheiten. Und ich habe nur drei Züge dafür. Den da. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Kann ich das neu starten? Nee. Ja gut. Und der letzte Zug wäre, den da zur Seite zu machen. Niederlage. Ja. Eins. Moment mal, wie viele habe ich überhaupt? Eins, dann brauche ich noch einen. Eins, zwei, drei. Einer davon kann weg, aber auch nur einer. Aber ich brauche wiederum auch zwei, um den hier zu aktivieren. Das heißt, ich muss den hier wegmachen. Hä? Ich verstehe es nicht. Ach ja, Kampfrätsel. Ich weiß auch nicht, ob die Priesterin 2 trifft. Das könnte man ja ausprobieren, dadurch. Irgendwie. Oder auch nicht. Ich komme nicht mal an eine 2 dran.
Alter. Das ist mies. Ja, hier? Hier? Das geht doch auch nicht. Mehr geht nicht. Na, aber wie gesagt, wenn die Priesterin außen trifft, dann brauche ich ja den Ritter nicht. Das probiere ich jetzt einfach mal. So. Dann den hier. Und dann so. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und sie tut's nicht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall eine große Einheit zur Seite bewegen. Muss ich den hier starten? Dann muss ich den hier starten. Und dann habe ich verkackt. Dann werde ich den einen Engel los und den anderen. Aber der letzte bleibt da mal stehen, weil ich den nicht angreifen kann. Gibt es irgendwelche Tricks, die ich nicht kenne, die man hier benutzen muss? Das wäre irgendwie schlau zu wissen. Der Weiße, der hier steht, nervt halt dezent. Wenn eine weiße Einheit weniger da wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Ne, die beiden hier sind ja komplett ohne Belang. Nee. Irgendwas muss ich doch übersehen. Jetzt hätte ich noch einen Zug, aber ich habe keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Nee, es würde keinen Sinn mehr ergeben. Wenn ich irgendwie die Weißen dazu bringen könnte, sich gegenseitig zu aktivieren. Es ginge aber nur, wenn hier ein Gelber wäre. Und hier ein Weißer. Und dann noch ein Weißer.
Also wenn die beiden hier Plätze tauschen würden, würde es gehen. Dann würde ich den wegmachen, dann den wegmachen und dann hätte ich hier alles gut. Aber so leicht ist das nicht. Jetzt mache ich aber auch nur wieder dieselben Züge, ne? Das bringt mir nichts. Ich habe keine Ahnung. Der Part hier wird jetzt auch vorbei sein, weil der letzte auch ein bisschen länger war. Kopfhochmeister Roderick, meine ständige Langeweile ermöglicht mir, tödliche Rätsel zu ersinnen. Ja, irgendwie ist das wahrscheinlich auch machbar, aber ich habe keine Ahnung wie. Und dann sage ich bis zum nächsten Part. Macht's gut und ja, ciao.